Kollidiales Silizium. Wie wende ich kollidiales Silizium bei den Kindern? Bei den Erwachsenen auch und bei den Tieren, erkläre ich in diesem Video. Kollidiales Silizium, das ist eine, sag mal so, wie Antibiotikum. Natürliche, harmlose, ohne Nebenwirkungen Antibiotikum. Wegen Nebenwirkungen gibt es auch natürlich sehr viele Aussagen im Internet, welche deuten darauf, das muss man acht nehmen. Aber wenn man kleine Dosierung nimmt, habe ich ehrlich gesagt bei mir keine Nebenwirkungen festgestellt. Also ich würde sprechen, wie ich es anwende, okay? Kollidiales Silizium bei meinen Kindern nehme ich äußerlich. Bei den äußeren Anwendungen, wenn es Beispiel Wunder ist da bei den Kindern, Schnittstelle oder juckende Kreuz, weiß was ich, oder Verbrennen von Brennnessel, oft ist das der Fall bei uns, dann sprühe ich einfach an die Haut und es ist weg. Weil es ist antiseptisch, antibakteriell wirkt und dadurch beseitige ich die ganzen Keime, Bakterien und Viren. Äußerlich. Beispiel, wenn meine Kleine war erkältet, ich habe ihr einfach Schluck vom Kollidiales Silber gegeben, das ist ungefähr ein Teelöffel, und das war ruckzuck weg. Ich kann natürlich nur plus eins sagen, es ist natürlich unsere Verantwortung, was wir machen, ja, mit unserem Körper und mit unseren Kindern. Aber natürliche Antibiotikum in die Natur, die sind schon genial, ja. Wir haben so viele natürliche Antibiotika vor unserer Haustür. Das ist auch ein Teil davor. Bei Erwachsenen, bei mir, nehme ich kollidiales Silber in unterschiedlichen Bereichen. Also in Russland das sowieso wird sehr breit angewendet. Es Beispiel, man kann Beispiel kollidiales Silizium beim Infektionen nehmen, intensiv jede Stunde ein Teelöffel. Man kann einfach, wenn man merkt, dass es etwas Komisches passiert mit Körper, als Prophylaxe nehmen, auch einen Teelöffel. Oder man einfach nach dem Bedarf äußerlich das anwendet. Bei den Tieren das Gleiche. Es kann man im Wasser reinmischen, man kann einfach gleich dem Tier trinken lassen, im Maul einfach reinspritzen, dass das nichts verloren geht. Und nach der Größe unterschiedlich natürlich Mähne geben. Einfach auch mit dem Körperpendel vielleicht arbeiten, so empfehle ich immer meinen Leuten, was kann ich bei mir machen? Alles, was dein Körper dir zeigt, nicht was die anderen sagen, also ich empfehle gar nichts, sondern fühle deinen Körper, höre auf deinen Körper. Und die Video zum Körperpendel findest du in meinem YouTube-Kanal und dann weißt du Antwort, du bist für dich selbst Therapeut. Informationen kann man sämtliche aus dem Internet holen. Aber Verantwortung bleibt immer bei dir hängen. Und egal zu wem du gehst, welche Informationen du bekommst, du bist diejenige, wer für sich selbst verantwortlich. Und das ist eigentlich sehr breitere Anwendungsbreite, weil kollidiales Silber allerdings geht relativ schnell kaputt. Ein halbes Jahr muss man auswechseln. Nach der Herstellung halbes Jahr, also wenn es frisch produziert, dann halbes Jahr MHD und dann ist Wirkung ist vorbei. Beim anderen kollidiale Produkte sieht ein bisschen anders. Beispiel, es viele Menschen verwenden Beispiel Pflaster, Silberpflaster oder bei Industrie, es gab so Nachfrage, dass man kann Beispiel bei dem unterschiedliche Produkte Silberstoff reinlegen, dass die Keime, Bakterien sich nicht verbreiten. Ich möchte euch zeigen, dass wir kennen diese Produkte schon sehr, sehr lang. Und kollidiales Produkte, die sind verfügbar. Aufnahme von unserer Zelle ist sehr gut. Und da kann der Körper relativ gut aufnehmen und verwenden. Ich wünsche dir alles Gute und bleib du selbst. Ciao.